Media Day am Hockenheimring, liebe Motorsportmagazin.com-Leser. Ja, super Veranstaltung hier von Hockenheimring und Mercedes-Benz. Und vielleicht fragt ihr euch gerade, wieso ich so ein bisschen komisch ausschaue, so ein bisschen verbraucht. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn Stefan, unser Chefredakteur und ich, wir sind heute Renntaxi gefahren. Stefan ist im DTM-Boliden mitgefahren bei Bernd Schneider und ich habe mir den AMG GT3 mal angeschaut, zusammen mit Thomas Jäger. Abgesehen von Renntaxifahrten in modernen Supersportwagen gab es natürlich auch noch jede Menge andere Fahrzeuge, uralte Rennfahrzeuge aus dem Hause Mercedes-Benz. Und das Besondere ist, wirklich fahrbereit diese Fahrzeuge. Hier sieht man auch, der hat noch einen ganz guten Ölstand, wenn er nicht schon hier alles verloren hat. Aber das war natürlich wirklich spektakulär anzusehen. Pascal Wehrlein ist in einem uralten Mercedes gefahren. Nico Hülkenberg, der hat das Problem gehabt, oder der hat besser gesagt ein Handicap gehabt beim Fahrzeug. Und zwar war da Bremse und Gaspedal vertauscht. Also das heißt, er hat rechts gebremst und links Gas gegeben. Er meinte, er wäre den Pascal fast mal draufgefahren. Aber insgesamt war das natürlich hier eine wunderschöne Veranstaltung am Hockenheimring. Wir haben viele Anekdoten gehört, wie die Fahrer das erste Mal am Hockenheimring waren. Ist ja für jeden deutschen Rennfahrer eine ganz besondere Stätte. Hier haben ja die meisten ihre Karriere begonnen. Nico Hülkenberg hat erzählt, das erste Mal, als er hierher gefahren ist, kannte sich noch nicht aus, hat Mamis Auto geborgt, einen blauen Polo, und hat sich dann irgendwie verfahren. Damals gab es ja noch keine Navigationssysteme und hat dann die Karte zu lang angeschaut während der Fahrt. Naja, und dann hat er zu lang geschaut und ist irgendwann in der Leitplanke gehängt. Naja, so kann es laufen. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht. Stefan ist aber ein guter Chauffeur. Da sollte das alles glatt gehen. Und wir freuen uns jetzt riesig auf den Deutschland Grand Prix, der in wenigen Wochen hier am Hockenheimring stattfindet. Man kann eigentlich nur sagen, hingehen, 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 wie Hockenheimring-Geschäftsführer Georg Seiler auch sagt. Ja, wir haben ein gutes Rahmenprogramm hier zu bieten. Aber letztendlich zählt die Formel 1. Die Formel 1 ist derzeit spannend, attraktiv. Wir haben spannende Kämpfe. Wir freuen uns auf einen Zweikampf Vettel-Rosberg. Und wir können nur allen Fans sagen, kommt, ihr werdet was versäumen, wenn ihr nicht da seid. Und dann hoffen wir, dass zum Deutschland Grand Prix die Tribünen hier prall gefüllt sind mit vielen, vielen deutschen Fans. Es gibt jede Menge Gründe, wirklich hinzugehen. Es gibt 4 deutsche Fahrer, ein Deutscher führt die WM an. Mit Mercedes-Benz ist ein deutsches Team wieder ganz vorne. Also von mir auf jeden Fall die Empfehlung, hingehen, hingehen, hingehen. Es lohnt sich und wir erhalten damit vielleicht den Deutschland Grand Prix.